Während sich in den Einkaufszentren schon überall die Weihnachtskugeln türmen, sind auch im Schwarzwald die Vorbereitungen für den 6. Dezember voll angelaufen. Der Santi Claus hat dieses Jahr sein Erziehungskonzept vollständig überarbeiten und den neuesten pädagogischen Standards angepasst. Santi Claus! Santi Claus, schau mal, ich habe einen mega Schnäppchen gemacht. 7 Schokitafeln für nur 3,50 Franken. Oh, Schmutzli. Du hast Pulver auch nicht erfunden. Schokipulver? Was willst du denn mit so viel Schoki? Er denkt, den Kindern eine Freude machen. Und meinst du, Kinder haben eine Freude, wenn sie dick und feiss werden? Ja, ein bisschen Schoki gehört doch zur Weihnacht. Nur das Plastikkiste, das ist doch traurig. Früher haben wir doch auch... Früher war auch alles besser gewesen. Und ich hatte schon mal gesagt, dass wir uns mühen, ans neue pädagogische Leitbild halten. Und da steht nicht den Verschocki. Oh, Entschuldigung, ich kann nur denken. Ich glaub's, denken überlass lieber am pädagogischen Expertenausschuss. So Schmutzli, hau gar nicht. Kommen wir zum nächsten Kind. Hast du wieder Grüße geschrieben? Oh, Entschuldigung. Der Philipp Müller. Da steht, er ist ein aufgestellter Bub. Er lacht und redet viel, rennt gern um und klettert auf alle Bäume. Uiuiui, da hat der Santi Claus gar keine Freude. So kann er ja nie lernen. Gib ihm gerade 2 Ritalin zum Morgen. Wieso kriegen die Kinder alle Ritalin? Damit sie still sind und ruhig da sitzen. Aber werden sie denn nicht dick und feiss, wenn sie sich nicht mehr bewegen? Doch, hast recht. Du überall noch 2 Xenikol dazu. Okay. Vater gerade interaktiv. Seht ihr schon so ein Beschiss hier, he? Der Santi Claus ist gar nicht echt. Der hat einen angeklebten Bart gehabt, das haben wir gerade gesehen. Was ist jetzt das? Wieso komme ich jetzt am Fernsehen? Tun Sie mich etwa filmen? Nein, das ist der Herr Gass, der uns die Bilder zur Verfügung stellt.